Hi, liebe Leute. Ja, das Fahrrad, ein E-Mountainbike, fahre ich seit 5 Jahren und es ist Größe L. Ich fahre normalerweise eigentlich häufig auch M. Und ihr werdet das Problem kennen, ich lese es auch in den Kommentaren häufig, das Thema Manual, Wheelie, Bunnyhop. Geht das mit meinem E-Mountainbike überhaupt? Manche sagen vielleicht auch, ich habe ein langes Downhill-Freeride-Bike mit extremem Radstand, flachem Winkel. Geht das damit? Ich kriege bei den langen Kettenstreben kriege ich gar nichts aufs Hinterrad. Funktioniert das? Ich habe ein Video mal dazu gemacht, wie kann man mit langen Bikes den Manual lernen. Das verlinke ich jetzt mal hier drunter und möchte euch noch weitere Tipps geben, dass ihr nicht den Kopf in den Sand steckt und denkt, okay, es liegt an meinem Fahrrad, das war's, ich kann das Ganze nicht lernen. Natürlich sind auch die E-Mountainbikes unterschiedlich. Ich habe jetzt eins in Größe L und ich habe noch den Bosch-Motor in der älteren Generation, der ist halt etwas länger von der Bauart und auch das ganze Fahrrad ist, ja, ist keine Trickmaschine. Es gibt auch E-Mountainbikes, die haben es extra so angeordnet, dass die Kettenstreben kürzer sein können. Der neue Bosch-Motor ist kürzer und auch bei anderen Motorentypen wurde das schon einfach mitentwickelt, dass die Bikes spielerischer sind. Aber ihr wisst ja auch, gerade in heutigen Zeiten, der Trend bei den Geometrien ist halt häufig gewesen, längere Radstände, flachere Winkel und selbst bei Enduro-Bikes ist es manchmal wirklich schwierig, das Rad aufs Hinterrad zu kriegen. Mein erster Tipp geht quasi auf das Mentale und das ist eigentlich so die Denkweise. Und mir ist aufgefallen, viele halten sich sehr viel damit auf, dass sie darüber nachdenken, welche Rolle spielt denn das Material, das Fahrrad dabei. Also kann ich das mit meinem Fahrrad überhaupt machen? Und wenn sie dann zu dem Schluss kommen, ja, ich bin früher ein anderes Fahrrad gefahren, da kann ich gut mit dem Hinterrad versetzen um die engen Kehren. Jetzt mit dem langen E-Mountainbike geht das gar nicht mehr. Das heißt, sie denken das und das wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Ein Stigma quasi und dann wird es auch so sein, es wird nicht gehen. Und dann kommt oft der Schluss, ja, das liegt am Material. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch schon mal ging. Und ich hatte es auch mal ein bisschen so nach dem Motto, als die E-Mountainbikes kamen. Ich hatte auch schon verschiedene Testbikes, wo ich dachte, wow, wie soll das denn jetzt im Manual gehen? Das geht ja gar nicht. Ich habe es dann doch noch geschafft und nicht, weil ich so ein mega toller Fahrer bin, sondern einfach dadurch, weil ich halt wusste, wie kann ich das damit üben, meine Bewegung oder vor allen Dingen meine Dynamik an die Maße des Bikes anzupassen. Ich gebe euch jetzt allgemeine Tipps. Ihr werdet in den Online-Coaching-Paketen, die ich unten nochmal verlinke, auch sehen, ich habe da alles mit beiden Bikes gemacht, mit meinem normalen und mit meinem E-Mountainbike. Und da gibt es detaillierte Tipps, wenn ihr sagt, ich kann ja den Bunnyhop noch gar nicht so wirklich oder ich mache noch so eine andere Standard-Hop-Version, dann könnt ihr das nochmal lernen. Jetzt Tipps, wie kann man das umwandeln, wenn man vorher ein normales Bike gefahren ist und jetzt ein E-Mountainbike oder ein sehr langes Fahrrad hat. Ja, und da ist es wirklich wichtig, zum Beispiel den Rebound, den Preload, da gibt es verschiedene Begriffe, gut zu nutzen. Das heißt, dieses sich impulsiv in das Bike reinwerfen, dadurch wird die Federung, Dämpfer und Gabel sehr komprimiert. Bitte, jetzt schon mal ganz wichtig, macht das zentral. Ich habe oft Leute gesehen, die sich dann sehr weit nach vorne lehnen beim Federung reinhauen. Ja, und das kann man bei diesen langen Bikes, müsst ihr das richtig gut nutzen, damit ihr nochmal diesen extra Pop bekommt, um das Vorder in die Luft zu kriegen. Was auch wichtig ist, zum Beispiel beim Manual, und der spielt ja auch beim Bunnyhop wieder eine Rolle, viele haben das Gefühl, das Vorder geht kaum hoch. Wenn man jetzt die L-Form beim Manual-Impuls benutzt, sich erst klein macht, dann sich nach hinten bewegt, passiert nur minimales Vorder anlupfen. Ihr müsst wirklich erst den Rebound, den Pop nutzen und dann zack, den Lenker richtig schön nach vorne pushen. Dadurch kriegt ihr eine richtig gute Dynamik. Euer Körper ist ja dann auch hinten. Genau, das fällt mir auf, dass da viele Leute noch Potenzial haben. Und ich merke dann auch, mein komplettes Körpergewicht zu nutzen, die Dynamik, das macht man nicht mit Kraft. Und dann kriegt ihr auch euer E-Mountainbike so hin, dass das Vorderrad schön hochkommt für Manual oder Bunnyhop. Was mir aufgefallen ist persönlich, bei meinem langen E-Mountainbike, ist es auch zum Beispiel so, dass der Manual auf dem Hinterrad rollen mit L-Form, also runtergehen, nach hinten bewegen, funktioniert nicht ganz so gut wie mit meinen normalen Bikes durch die Länge des Fahrrads. Da mache ich oft bei Manual Impuls, weil es ja kein Bunnyhop ist und da kann ich das gut anwenden, so dass ich halt explosiv auch die Beine schon sofort strecke, um noch mehr Dynamik reinzukriegen. Also erst Rebound nutzen und dann Arme und Beine sofort strecken. Ich komme so nach hinten oben. Genau, das würde ich jetzt bei einem Bunnyhop nicht direkt wollen, aber bei Manual kann ich das gut nutzen und mich von da aus dann immer noch über das Tretlager bewegen und den Sweetpoint austarieren. Also,
Ganz wichtig, wenn ihr dann den Bunnyhop übt, zum Beispiel, was ich merke, wenn ich von meinem normalen Bike komme und dann aufs E-Bike Mountainbike gehe, die Fußspannung. Ich verlinke euch unten mal ein Video, zufälligerweise auch mit einem Testbike, mit einem E-Mountainbike gedreht. Fußspannung, Pedale, da brauche ich aber noch mehr Spannung, noch konzentrierter, weil wenn ich quasi es genauso mache wie mit meinem normalen Bike, verliere ich immer erst so ein bisschen das vordere Pedal, weil einfach hier viel mehr Masse ist, die mitgenommen werden muss. Darauf achtet bitte. Ja, und sonst, wenn ihr den Wheelie übt zum Beispiel, dann könnt ihr den Motor auch nutzen, wenn ihr den Wheelie auch schon einigermaßen könnt, den ersten Impuls, weil natürlich, wenn der Motor an ist und euch Unterstützung gibt, kriegt ihr mehr Kickstart hin, so ein bisschen, als wenn ihr so einen Gashahn dreht am Motorrad, dann geht das Vorderrad hoch. Auch da Schritt für Schritt vielleicht mal mit Eco-Modus anfangen und mal gucken, wie gut fühlt sich das beim Treten noch an, wenn die Unterstützung vom Motor kommt. Ich habe doch noch einen Tipp für euch beim Hinterradversetzen, was ja auch für viele, die mit dem E-Mountainbike fahren, interessant ist. Ich habe jetzt auch noch meinem E-Mountainbike die Roloff drin, das ist die Nabenschaltung, die ich an allen meinen Bikes fahre. Die ist ein bisschen schwerer. Jetzt könnte man denken, oh, damit kann man dann das Hinterrad noch schlechter versetzen. Wie gesagt, das ist auch eh alles Kopfsache. Man passt sich intuitiv an das Gewicht an und es klappt genauso gut. Man muss sich einfach nur konzentrieren. Und wenn man sich halt einredet, es klappt deswegen nichts, dann könnte ich mit dem Rad gar nichts machen, weder Hinterrad versetzen noch Sprünge meistern und so weiter und so fort. Deswegen denkt positiv. Ihr könnt, wenn ihr sagt, ich möchte noch ein bisschen was machen, am Cockpit was machen, ein bisschen höheren Vorbau, ein bisschen ein Lenker mit mehr Backsweep oder Rise, das hilft häufig. Ja, dann zieht euch die Skimeinschuhe an, trainiert und lasst euch nicht einreden, es liegt am Fahrrad, an eurem E-Mountainbike. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video.